Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das ist die HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation. Es ist ein Gerät für Business-Anwender und zumindest in den einfachen Konfigurationen mit Core i5 und ohne Optionen auch vergleichsweise günstig. Die Workstation ist preislich und leistungsmäßig dort angesetzt, wo die meisten Ultrabooks enden, und wir haben das Gerät für euch getestet. Bei unserem Modell handelt es sich um die höchste Konfiguration und sie besitzt einen Intel Core i7 7600U Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und eine AMD Fire Pro W4190M Workstation GPU mit 2 GB GDDR5 Grafikspeicher. Verbaut ist eine 512 GB große M2 angebundene SSD. Es verfügt über sämtliche Optionen vom Fingerprint-Scanner bis hin zu LTE. Das HP ZBook 15U G4 ist in ein durchaus hochwertiges, magnesiumverstärktes Polycarbonat-Gehäuse gehüllt, welches allerdings aus Gründen der Reparier- und Upgrade-Fähigkeit nicht aus einem Guss hergestellt wurde. Sämtliche Komponenten von der Tastatur bis hin zum Arbeitsspeicher oder der SSD sollen einfach ausgetauscht werden können. Während es durchaus stabil wirkt, sich praktisch nirgends eindrücken oder verbiegen lässt, fühlt es sich aufgrund des Oberflächenmaterials nicht wirklich wertig an. Während es zwischen Ultrabook und Workstation positioniert ist, wirkt es vom Design eher wie ein 15 Zoll Consumer Allround Notebook. Während da nicht die vielen Anschlüsse von Docking bis Smartcard sowie Trackpoint und physische Knöpfe für die Maustasten, könnte man es äußerlich auch glatt für ein 500 € Notebook halten, welches im Mediamarkt ausgestellt war. Einzig die Displayklappe verleiht dem HP ZBook 15U G4 einen edlen Touch, welcher das Gerät äußerlich etwas abhebt. Als Display gibt es ein 15,6 Zoll Full HD TN Touchpanel, welches eine entspiegelte Verglasung besitzt. Im Alltag hat dies allerdings kaum Vorteile gegenüber einem normal spiegelnden Display. Wer im direkten Sonnenlicht damit arbeiten möchte, kann dies nicht tun, und selbst gegenüber einem etwas helleren Fenster ist die Spiegelung klar sichtbar. Die Helligkeit des Panels ist leicht überdurchschnittlich, wenn man es mit einem 15 Zoll Allround Notebook aus dem Midrange-Bereich vergleicht. Die Farbdarstellung ist nicht sonderlich gut und recht blass. Einzelne Partikel und Farbtöne können zwar sehr gut unterschieden werden, jedoch ist die Darstellung nicht kräftig genug, um sich für mobile Bildbearbeitung zu eignen. Die Farben wirken auf jedem Bild etwas zu verwaschen. Sehr gut war in unserem Test die Tastatur, welche zum Tippen wirklich hervorragend geeignet ist. Wer die Tastatur über längere Zeit verwendet hat, der will davon gar nicht mehr weg. Und genauso soll das auch bei einer mobilen Workstation sein. Das Touchpad nutzt den Präzisions-Touchpad-Treiber von Microsoft und davon profitiert das Notebook sehr. Die Windows 10-Gesten funktionieren gut, scrollen mit mehreren Fingern einwandfrei. Zusätzlich verfügt das HP ZBook 15U G4 über mechanische Maustasten über und unter einem Touchpad, welche für Bild- und Videobearbeitung bei Drag-and-Drop-Aktionen zugegeben durchaus praktisch sind. Ich selbst muss aber sagen, dass ich kein großer Fan davon bin, aber wer das bevorzugt, für den hat HP das jedenfalls verbaut. Kommen wir nun zur Performance, für die man sich immerhin auch eine Workstation kauft. Dabei ist in vielen Bereichen nicht unbedingt die rohe Performance gefragt, sondern die Genauigkeit, mit der die Grafikkarte sowie der Prozessor den Job erledigt. Hier geht es um spezielle CAD-Software, aufwendige Effekte und Kalkulation oder manchmal auch Animationen, die von der AMD Fire Pro Grafik profitieren. Gebremst wird das Notebook allerdings von der eher schwachen Hardware. Während zum Beispiel die Bearbeitung von 4K-Videos überraschend flott in Premiere Pro läuft, dauert der Export vergleichsweise lange. Dem Ultrabook-Prozessor in Kombination mit einer 2 Jahre alten 2 GB Grafikkarte fehlt in dem Bereich einfach diese rohe Performance, die es braucht. Fotobearbeitung ist beispielsweise kein Problem, aber bei leistungsintensiveren Aufgaben kommt der 7600U-Prozessor doch an seine Grenzen. Wer also mehr Leistung braucht und tatsächlich eine Workstation-Grafikkarte, sollte sich eher nach dem HP ZBook Studio oder dem Dell Precision 15 umsehen. Ansonsten gibt es viele Notebooks mit HQ-Prozessoren und beispielsweise einer 1050 Ti-Grafikkarte, die leistungsmäßig weit überlegen sind, jedoch keine Workstation sind. Durchschnittlich schaffte das Notebook bei leichter Nutzung etwa eine Laufzeit von 5 bis 6 Stunden. Dreht man die Helligkeit etwas zurück, sind auch mehr als 7 Stunden möglich, was für eine mobile Workstation durchaus beachtlich ist. Unter hoher Last kommen wir auf höchstens 3 Stunden Nutzung, jedoch könnt ihr etwa 4 Stunden lang in Photoshop damit arbeiten. Der Spagat zwischen Ultrabook und Workstation wurde besonders in den letzten Jahren interessanter, da sich viele Businesskunden leistungsfähige und gleichzeitig leichte sowie dünne Geräte wünschen. In diesem konkreten Fall ist der Spagat allerdings nicht gelungen, denn der einzige Ultrabook-Perk, den man beim HP ZBook 15U G4 bekommt, ist das vergleichsweise geringe Gewicht. Dafür gibt man jedoch das Premium-Feeling auf und muss aufgrund des verbauten mobilen Prozessors auch große Kompromisse bei der Leistung eingehen. Wer eine Workstation-Grafikkarte nicht unbedingt braucht, sollte sich für das Arbeiten unterwegs eher ein Dell XPS 15 ansehen. Der HQ-Prozessor in Kombination mit der 1050-Grafik sollte die meisten normalen Aufgaben, darunter Video-Rendering, wesentlich schneller erledigen.
Eine Daseinsberechtigung hat das HP ZBook 15U G4 allerdings schon. Jedoch sehe ich diese nur beim Modell im unteren Preisbereich von etwa 1400 Euro. Das Gerät dürfte für Unternehmen interessant sein, die eine Workstation tatsächlich benötigen und wo die Performance des günstigsten Modells ausreicht. Sobald es allerdings mit den Upgrades, beispielsweise dem optionalen und absolut vollkommen nutzlosen Fingerprint-Scanner, in einem Preisbereich von etwa 1700 Euro und aufwärts geht, sollte man andere Geräte, darunter das Dell Precision 155510, dringend in Betracht ziehen. Der Leistungsunterschied zwischen den U- und HQ-Prozessoren macht sich dabei klar bemerkbar. Der traditionelle Nutzer einer mobilen Workstation wird allerdings grundsätzlich eher ein Gerät wie das Dell Precision oder das HP ZBook Studio bevorzugen.